Heute haben wir für euch einen Vergleichstest und zwar geht es um zwei Bälle von Nike gegen die jeweiligen Modelle von unserem Sponsor Kavila. Einmal vergleichen wir die teuren Modelle, also den Nike Ordem mit dem Kavila Pro 1020. Außerdem haben wir auch die beiden Takedown-Modelle bzw. die Trainingsbälle, den Nike Catalyst und den Kavila Pro 920 im Test. Was wir von den Bällen halten und für welchen wir uns jeweils entscheiden würden, erfahrt ihr im Video. Ansonsten wünsche ich viel Spaß beim Schauen. Fangen wir beim Flugverhalten an. Hier verhalten sich die beiden Top-Modelle ziemlich ähnlich. Beide fliegen relativ stabil, wobei sie auch ein bisschen zu windanfällig sind. Der Kavila Pro 1020 tendiert etwas mehr dazu zu flattern, der Nike Ordem ist etwas mehr für Curves geeignet. Für mich gibt es hier ein Unentschieden. Bei den Trainingsbällen bietet der Nike Catalyst eine ziemlich gute Flugstabilität, der Kavila Pro 920 ist dagegen etwas zu windanfällig. Deshalb fliegt der Kavila Ball zwar etwas spektakulärer, YouTuber sollten sich den Ball vielleicht mal genauer anschauen. Da es aber um den besseren Trainingsball geht, gewinnt in dieser Kategorie klar der Nike Catalyst. In Sachen Obermaterial hat der Nike Ordem vor dem Kavila 1020 eindeutig die Nase vorn. Zwar haben beide ein ähnlich weiches und angenehmes Material, doch der Grip des Ordem ist deutlich besser als der seines Konkurrenten. Die kleinen Einkerbungen überzeugen hier deutlich mehr als die glatte Oberfläche des Kavila-Balls. Bei Regen merkt man diesen Unterschied sogar noch deutlicher. Im Bereich der Trainingsbälle sieht das ganz anders aus. Die Oberfläche des Kavila 920 ist deutlich angenehmer und weicher als die des Catalyst. Auch in Sachen Grip hat der Kavila-Ball einen Vorteil, der ähnlich wie der Nike Ordem kleine Einkerbungen besitzt. Hier ist das glatte Material des Catalyst deutlich schlechter und verleiht weniger Grip. Qualitativ sind alle vier Bälle sehr hochwertig und haben eine lange Haltbarkeit. Nach 3 Monaten hatten wir bei keinem der Modelle Qualitätsprobleme. Kommen wir nun zum Fazit. Bei den Matchbällen konnte der Nike Ordem etwas mehr überzeugen als der Kavila Pro 1020. Zwar sind beide sehr gute Spielbälle, doch der Grip des Ordems ist deutlich besser und macht in diesem Vergleich den Unterschied. Die Trainingsmodelle sind auf einem ähnlichen Niveau. Der Kavila Pro 920 hat im Vergleich zum Nike Catalyst das bessere Obermaterial. Es ist weicher, angenehmer und auch deutlich griffiger bei der Ballannahme. Dafür hat der Catalyst ein besseres und stabileres Flugverhalten. Insgesamt gibt es hier ein Unentschieden und es werden beide Bälle mit 7 von 10 Punkten bewertet.
So, ich hoffe, euch hat dieser Vergleichstest gefallen. Falls ihr Interesse an einem der Bälle habt, schaut in die Beschreibung. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.